Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Tja, wenn wir heute aus dem Fenster schauen, zumindest hier, wo ich mein Handelsbüro auch habe, da könnte ich sagen, wir haben hier aktuell ein Chartmuster namens Dark Cloud Cover. Ziemlich düster, was wir hier zurzeit erleben, aber an den Märkten, da sind die Bilder teilweise ganz, ganz anders. Wieder schöne Trading-Ideen bieten sich heute, die Indizes laufen weiter nach oben. Gold noch nicht. Aber Silber, sehr interessant, Euro, Neuseeland-Dollar auch auf der Uhr und Austral-Dollar, japanisches Yen. Ich hatte gestern im Research am Sonntag auch geschrieben, das waren die drei Werte, die ich dort auch auf der Uhr gehabt habe. Und ich hoffe, dass diese Dinge, die ich hier am Sonntag auch immer veröffentliche, dem einen oder anderen auch so ein bisschen mal die Zeit geben, über die Charts nachzudenken und ganz in aller Seelenruhe mal die ein oder andere Handelsidee im Kopf auch zu gestalten, bei geschlossenen Märkten und dann einfach mal am Montag zu schauen, wie verhält sich der Markt, wie entwickelt sich so eine Handelsidee. Das ist der Grund, weshalb ich das Ganze auch am Sonntag immer mit herausgebe. Und an der Stelle ja, möchte ich kurz mal etwas persönliche Zeit nehmen. Ich habe heute wieder ein sehr, sehr schönes Lob bekommen. Ich lese das mal ganz kurz vor. Guten Morgen zuerst einmal. Herzlichen Dank für die täglichen Analysen. Diese sind sehr hilfreich und ich freue mich täglich darauf. Das sind so Sachen, da freue ich mich. Das gibt mir sehr viel zurück, weil hier der ein oder andere Traderin oder Trader wird das kennen. Man sitzt ja zu Hause am eigenen PC oder auf alle Fälle in einem Bereich, wo wirklich wenig Kontakt zu anderen Leuten ist. Und da freut man sich immer, wenn auch so ein Lob mal über die Bildschirme kommt. Und damit machen wir jetzt weiter mit dem, was wir immer tun, die Marktvorbereitung, der Risikohinweis zuerst. Das bitte ich in Gänze wieder zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und damit schauen wir in die minimalistische Nachrichtenvorbereitung für heute. Ja, ein paar Nachrichten gibt es diese Woche noch, aber der Montag ist einfach nachrichtentot. Da kommt nichts wirklich aus großen, wichtigen Dingen. Wir haben heute eine Rede von einem EZB-Mitglied um 10 Uhr. Und am Abend in den USA eine Rede von einem FOMC-Mitglied. Das war's. Viele große, wichtige Nachrichten treten heute nicht auf. Deswegen hier das Ganze kurz, aber wie immer mit dem Hinweis, wer andere Währungen tradet, bitte auch immer mal reinschauen in die Währungskalender bzw. in die Nachrichtenkalender so rum, um zu schauen, wann welche Nachrichten hier auch kommen, ne? Das Ganze mit dem Thema. Apropos, kommen Infos, kommen bitte rein in die Chats, wer einen Wunschmarkt hat. Den ersten Wunschmarkt haben wir auch schon da, US-Dollar, Kann-Dollar, der steht auch auf der Uhr. Weitere Märkte können gepostet werden. Einfach dazu die Chat-Funktion nutzen im GoToWebinar oder auch auf Facebook und dann gucke ich mir den einen oder anderen Wunschmarkt hier mit zeitlichen Rahmen sehr, sehr gerne auch mit an und damit schalten wir einfach mal rüber in die Charts und wir starten hier mit dem Währungspaar Austral-Dollar, japanischer Yen. Mega bullisch. Das ist einfach mal eine richtig klasse Situation, wo wir sehen, der Markt ist hier in einem ganz, ganz großen, übergeordneten Bild auch massiv unter Druck gekommen. Und wenn wir immer so große Ranges haben, apropos große Ranges, das Bild muss ich mal noch groß machen hier auf Facebook, immer dann, wenn wir so richtig große Bewegungsranges haben, damit meine ich hier, schaut mal an, was hier gekommen ist. Wir sind ja von oben rausgelaufen bei 74,47 bis unten durch bei 59,88. Das ist gigantisch viel Weg und auf solchen Wegen, ja, da kommt es halt immer mal dazu, dass sich Aufwärtstrends in dieser Stelle bilden. Und der Aufwärtstrend, der hier da ist, der funktioniert momentan wirklich sehr, sehr schön. Wir sehen es hier, dieser kleine Zacken, der ist hier durchgezogen. Das ist halt Berechnung vom Computer, ja, die Computer können nicht alles immer perfekt. Der erste Schwung kam hier in diesem Bereich. Wir hatten halt hier so einen ewig langen, mehr oder weniger Seitwärtsphase. Deswegen hat er das hier durchgezogen. Nichtsdestotrotz, der Markt, der trendet schön, ne? Und wir sehen es hier unten in diesem Bereich. Das aktuelle Korrekturtief haben wir liegen bei 67,28, das Zwischenhoch bei 70,16 und wie ich schon gesagt, wir sind ja schön tief in die Korrektur gelaufen. Letzte Woche Donnerstag haben wir das Umkehrsignal bekommen, das ist ziemlich weit reingelaufen, deswegen bin ich hier an dieser Stelle am Freitag auch nicht darauf eingegangen, weil das schon relativ weit gelaufen war. Da habe ich mir gesagt, musst du wirklich erstmal abwarten, ob da oben was bei rauskommt, weil wenn man sich dieses Chartbild hier anschaut, ist es wirklich immer so gewesen, nachdem der Markt oben ausgebrochen ist, ging es ein Stückchen drüber und dann drunter, aber momentan ist hier einfach wirklich ordentlich Bums drinnen. Wir sehen das auch hier, wir haben wirklich eine schöne lange Phase nach oben gehabt. Das könnte hier auch auf uns warten, heißt also Kurse über 70 japanische Yen, 16 Ich bin mir jetzt überhaupt nicht sicher, ob die das hinten dran auch so aussprechen, aber sei es drum. Wir haben hier Luft nach oben, wenn wir das Trendhoch rausnehmen. Und zwar der erste Anlaufpunkt, den wir hier haben, ist dieses kleine Zwischenhoch, was wir hier in dieser Abwärtsdynamik gehabt haben, die Marke von 71,47 und dann der Ausbruchsbereich hier oben, als diese Riesendynamik nach unten eingesetzt hat, die Marke von 72,39. Das ist durchaus drinnen und hier sehen wir jetzt auch gerade mal live Zeuge, wie das Ganze oben diesen Hochbereich auch antestet und möglicherweise gleich auch durchstartet. Das hier im Australien oder japanischen Yen. Wer es gern etwas kleiner mag, ja, der kann mal in die kleineren Zeiteinheiten schauen. Und das, was wir hier sehen, ist mal ein gutes Beispiel, warum die direkt untergeordnete Zeiteinheit für die visuelle Sache nicht immer die beste ist, um den Trend zu sehen, weil hier läuft es doch ziemlich stark nach oben. Das geübte Auge sieht natürlich schon, hier oben gab es eine Korrektur und dann lief es weiter hoch. Gucken wir uns das Ganze aber in einer Stunde an. Da sieht man richtig schön den Trendverlauf hier nach oben laufen. Und das ist die Bewegung und die Bewegung setzt sich jetzt hier nach oben fort und wir sehen es, wie schön die letzte Stundenkerze gerade nach oben schiebt und das ist halt genau das Ausbruchslevel und da kann man sich halt sehr, sehr schön an diesem Trend auch orientieren. Und diejenigen, die hier sagen, okay, wir sind jetzt hier oben dran und wir wollen mal gucken, ob hier möglicherweise eine Abpreisstrategie funktioniert, der guckt sich einfach mal den kleinen Chart an in der Minute oder aber auch den 5 Minuten und da sieht man dann schon, ob hier plötzlich Stärke reinkommt, das heißt, ob wir hier oben durchlaufen oder aber, jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück in die Minute oder ob wir hier einen Abwärtstrend bilden und dann nach unten trenden und eine kleine Gegenreaktion als Abprall oben bekommen. Das kann man schön dazu nutzen und heute haben wir hier auch mal live die Gelegenheit, das auch mal zu sehen, was hier oben passiert. Wie schon gesagt, das war schön, der Ausbruch, der Schub nach oben, hier oben ran und wie schon gesagt, hier hat man jetzt wirklich die Chance, wenn es hier ein Umkehrmuster gibt im Kleinen. Das heißt, wenn die Minute jetzt beispielsweise hier abwärts schließen würde und man dann entsprechend sagen würde, okay, wenn die Kurse weiter unter diese Kerze laufen, dann können wir ein Stück weit nach unten laufen, dann haben wir Anlaufpunkte, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Das sind ein paar Sachen da, aber das ist, wie schon gesagt, das kleine, minimalistische und das geht übrigens auch nicht bei jeder Währung zu traden, deswegen muss man das auch immer genau mit auf der Uhr haben. So viel zum Australdollar, japanischen Yen. Wir bleiben noch auf, ja, ich wollte gerade sagen, auf der Insel. Eine Insel ist es ja nicht wirklich, also sind zwar Inseln, aber Australien ja als riesengroßer Kontinent, das würde ich nicht wirklich als Insel bezeichnen. Neuseeland nebendran, das Ganze in Koppelung mit dem Euro und da schauen wir auf einen abwärtsgerichteten Markt, der an seinem Support-Level besteht. Das heißt hier an dieser Stelle, ich zoome es mal ganz kurz zusammen, wir haben den Druck von oben nach unten laufen. Wenn wir uns das Ganze auf Tagesbasis anschauen, sehen wir auch hier, schaut mal, hier haben wir eine extrem hohe Bewegung gehabt, deswegen das Ganze im großen Bild von der Charttechnik natürlich aufwärts gerichtet, das ist jetzt die Korrektur und wir sind gerade verortet hier im Ausbruchslevel und das ist der wichtige Marker, weil da ist eine Unterstützung, die hat hier gehalten und hier sind wir erstmals drunter gerutscht. Das heißt, wenn wir uns dieses Bild mal anschauen, schaut mal, wir sind hier direkt drunter gerutscht, jetzt geht es aber nach oben. Das heißt, an diesen Drehpunkten, es ist ganz oft so, wenn wir nicht wirklich extrem schlechte Nachrichten haben, dass der Markt fällt wie ein Stein, kriegen wir in diesen Leveln, die schon häufiger marktbeachtende Unterstützung gefunden haben, meistens nicht einfach den Rutsch nach unten, sondern erstmal wieder so ein kleines bisschen Gegenbewegung, so einen kleinen Trampolineffekt, ne? Irgendwann setzt sich das dann oft nach unten durch, aber die Verortung ist halt genau hier gestanden. Nur weil die Verortung da ist und wir im untergeordneten Trendverlauf abwärts gerichtet ist, haben wir durchaus auch die Chance, noch ein Stück weit was nach unten zu sehen. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz auf dem Tageschart anschauen, nach unten hin, hier haben wir einen weiteren größeren Supportbereich um die 1,678. Das ist natürlich noch ein ganzes Stückchen weg nach unten. Und da zeigt sich so ein bisschen das Potenzial. Und dieses Potenzial sieht man halt auch im 4-Stunden-Chart, was hier läuft, sehen wir hier. Das von mir blau markierte, das ist der laufende Abwärtstrend an dieser Seite. Das heißt, der hat hier unten sein kleines Zwischentief gefunden. Und jetzt kommt es wirklich drauf an, was passiert. Wenn man mal schaut, wie tief die Korrektur gelaufen ist, wie weit die Bewegung gelaufen ist, dann sieht man halt auch schon, man ist hier an dieser Stelle in einer überdehnten Bewegung. Und innerhalb des Unterstützungsbereiches verortet. Das heißt, es würde mich wirklich nicht wundern, wenn wir hier einen Abprall bekommen. Abprall wäre halt, wenn wir jetzt hier, schaut mal, hier haben wir die Umkehrkerze. Wenn ich das mal näher ranzoome, sieht man es, glaube ich, besser. Hier haben wir schön die Umkehrkerze. Und wenn die jetzt nach oben bestätigt wird, dann bildet sich hier mit Blick auf den Trend der 4 Stunden, ja, untergeordnet ein Gegentrend. Den schauen wir uns mal kurz in den 15 Minuten an. Hier, da sieht man den nämlich schon und dieser Gegentrend, der hat dann durchaus die Chance, die Korrektur einzuleiten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen hier im größeren Schwungbereich, dann haben wir es halt. Wenn wir hier oben drüber laufen, das ist das Hoch der Kerze, die ich gerade gezeigt hatte. Ich lege hier mal kurz was dran. Also hier oben dieses Level ganz grob unter ja, 1,769 in etwa. Wenn wir da drüber laufen, jetzt springe ich nochmal in die 4 Stunden zurück, dann haben wir das Hoch hier drüber und dann trennten wir so ein bisschen oben rein und da haben wir dann wieder die Chance, in den Kleinstzeiteinheiten den Korrekturhandel zu betreiben und Anlaufpunkte haben wir halt oben auch. Ne? Im mittelfristigen Bereich, wenn wir uns das Ganze mal anschauen möchten, der größere Anlaufpunkt wäre hier oben mal locker zu sehen hier, dieses Ausbruchslevel um die knapp 1,782. Und wenn wir jetzt nochmal runtergehen in die kleinere Zeiteinheit, dann sehen wir halt auch schon schön, wo wir da liegen. Hier, das sehen wir schön, die größeren Schwungbereiche. Und das war, wie schon gesagt, der größere Ausbruchsbereich. Und bezogen auf das, was wir hier im 15-Minuten-Chart sehen, haben wir halt auch noch die Anlaufmarker hier an den Swing-Highs, die wir liegen haben. Also hier klein, wirklich im kleinen Bereich. Dieser Bereich hier um die 1,77, dann hier der Bereich um die 1,773 und dann hier dieses Ausbruchslevel, da haben wir auch einen Swing High liegen. Also diese Marker, die sind da, die sind interessant für das, was nach oben geht, wenn etwas geht. Kommen wir gar nicht erst hier oben über die 1,7688 raus. Dann haben wir weiter den Fortlauf der Bewegung, das wäre dann schon ein Schwächezeichen und das wäre dann einfach nur Trendfortsetzung nach unten und dann können wir uns wirklich schön zur Unterseite orientieren und wenn wir uns das Ganze mal hier eben in den 4 Stunden anschauen, jetzt muss ich nochmal kurz ein Stück zusammenraffen, dann sehen wir halt, wie viel Platz hier ist. Ne? Wir hatten hier drüben, mehr mit Blick auf diesen kleinen Mini-Bewegungsschub hier an dieser Seite, hatten wir hier unten bei 1,728 mal einen kurzen Halter, einen etwas längeren Haltebereich hatten wir bei 1,7. Da ist viel Luft zur Unterseite und deswegen ist ein großes Potenzial da, wenn der Bruch denn kommt. Und darauf muss man als Händler einfach schauen. Manchmal ein bisschen geduldig warten, aber die Zeit wird es uns zeigen, wo es hier hingeht. Ansonsten die Korrektur lässt sich durchaus für den einen oder anderen als Trade auch realisieren. Und damit blicken wir jetzt noch auf das Silber und danach widme ich mich gleich den Wunschmärkten. Da haben wir heute Morgen auch einiges bekommen. Das passt hier. So, jetzt gucken wir uns mal Silber an. Was macht Silber? Wir gucken zuerst, bevor wir in den 4-Stunden-Chart reinschauen, blicken wir eben nochmal auf den Tageschart. Und im Tageschart sehen wir, Silber hat eine ganz schön lange Zeit nach unten sich bewegt. Hier, ähnlich wie bei der einen oder anderen Währung, wie wir es gerade auch besprochen hatten, ein massiver Verkaufsschub nach unten. Die Korrektur danach weitet sich momentan innerhalb eines bestehenden Aufwärtstrends aus. Ja? Also, wir haben hier an dieser Stelle den Trend auf Tagesbasis absolut intakt, da kann man nichts gegen sagen. Ich habe den hier mal skizziert und das, was wir hier sehen, ist auch ein relativ bullisches Zeichen und zwar haben wir hier einen Aufwärtstrend im Aufwärtstrend. Also wenn man das mal so sieht, das hier ist das etwas übergeordnetere Bild mit Blick auf den Tageschart und hier hat sich im Kleinen schon wieder ein Aufwärtstrend nach oben gebildet. Im 4-Stunden-Chart sieht das Ganze dann etwas feiner aus, da sieht man es, also das mal die größere übergeordnete Dynamik. Hier sieht man also schön die Bewegungen und die Korrekturen, Bewegung, Korrektur. Die Korrektur ist trendig nach unten gelaufen und jetzt läuft halt die entsprechende Gegenbewegung trendig nach oben. Wie immer in Edelmetallen megamäßig zäh während der korrektiven Phase, aber wenn hier einmal Schub nach oben reinkommt, dann könnte es durchaus flott nach oben gehen. Wir haben es ja auch hier drüben gesehen, erst eine halbe Ewigkeit eine Bodenbildung, dann ein Schub nach oben, dann wieder eine ganze Weile seitwärts und dann hat sich der Markt endlich nach oben getraut. Ein ähnliches Bild könnte unter Umständen hier warten. Wie schon gesagt, schaffen wir es tatsächlich hier, diesen Aufwärtstrend nicht nur kurz nach oben anzulupfen, sondern fortzusetzen, haben wir hier oben das aktuelle Trendhoch bei 15,85 liegen an dieser Stelle und wenn dieses Level rausgenommen wird, ist das dann auch Fortsetzung dieses grün markierten Aufwärtstrends und als Anlauflevel haben wir mal hier dann diesen Bruchbereich um die 16,40 und wenn der Markt das auch noch rausnimmt, mittelfristig oben rauf, dann haben wir hier schöne Swing-Highs liegen hier im Kleinen um die 17,20 und die 17,60. Also das Potenzial zur Oberseite ist durchaus da. Der Markt muss es nur einfach gehen. Und damit will ich nochmal eben kurz hier rausschauen aus dem Silber in das Gold. Und im Gold, da sehen wir momentan halt auch dieses zögerliche Verhalten. Wir hatten ja in der vergangenen Woche zweimal über Gold gesprochen. Das erste Mal, als wir über Gold gesprochen haben, wir gesprochen über den Ausbruch aus diesem Dreieck, der durchaus bullisch zu sehen ist. Und dieses Bild ist immer noch ganz klar vorhanden, ja. Da spricht überhaupt nichts gegen, das Long-Setup ist absolut aktiv. Und dann hatten wir ja am Freitag drüber gesprochen, über eine ganz andere, sag ich mal, Größenordnung, also über ein komplett anderes Bild. Und zwar das Bild, was passiert denn, wenn wir hier über die 1685 nicht rüberkommen, sondern abbrechen. Und dann habe ich hier über diese inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation etwas gesprochen, was das dann in diesem Sinne bedeuten würde. Auch hier im Gold, es dauert alles relativ lang, ne? Also so ein Fehlausbruch aus so einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation, der geht meistens viel schneller vonstatten. Von der Seite her, es ist hier etwas anders in den Edelmetallen. Und eines muss man auch ganz klar wissen, langfristig ist Gold ja dazu da, das kennt man ja an dieser Stelle, Gold ist dazu da, den Wert, sag ich mal, von Gütern auszugleichen, also den Wert, sozusagen den Wertverlust. Also ich hatte das ja mal in der Präsentation gemacht, wenn man sich in den 80er Jahren einen Golf gekauft hat und das Gold dafür entsprechend auch auf die Seite gelegt hätte, da könnte man sich heute wieder das aktuelle Golfmodell kaufen, einfach weil der Wertausgleich entsprechend auch da gewesen ist. Und das muss man einfach mal so ein bisschen als Logik im Hinterkopf behalten. Es wird ja immer gesagt, Gold wird nur gesucht, wenn es kriselt. Ja? Das ist aber Quatsch. Natürlich im kurzfristigen Sinne passt das schon, wenn es kriselt, dann wird mal mehr in Gold das Geld geparkt, einfach weil das Gold die krisensicherere Währung ist. Aber im langfristigen Bild entwickelt sich halt Gold auch nach oben mit einer steigenden Wirtschaft. Nur haben wir momentan noch keine steigende Wirtschaft, aber wenn sich die Aktienmärkte Stück für Stück nach oben entwickeln, wäre es halt nicht ungewöhnlich, dass Gold das Gleiche macht. Zwar verzögert, in anderen Zeitabständen, auch in anderen Raten, aber von der Seite her, wenn wir stabil steigende Aktienmärkte haben, dann war es in der Vergangenheit auch in der Regel so, dass das Gold vom Wert her auch langsam immer Stück für Stück mit angestiegen ist. Das muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben und da stehen wir halt gerade auch in so einer Wechselphase. Deswegen zögert das wahrscheinlich alles so ein bisschen, aber auch Gold. Gold schreibe ich nach oben nicht ab, das heißt, wenn wir hier tatsächlich oben drüber laufen, über die 1722 nachhaltig, ist der Weg nach oben weiter offen. Das mit der inversen Schulterkopf-Schulterformation muss man einfach nur ein bisschen im Kopf haben, weil es könnte ja auch sein, dass wir hier in eine etwas tiefere korrektive Phase laufen. Ja, wenn man sich mal hier die Woche im Gold anschaut, da ist ja definitiv ein Aufwärtstrend da und momentan bewegen wir uns halt seit ja 1-2 Wochen mittlerweile innerhalb dieses Außenstabes hier an dieser Stelle. Also es ist eine komische Situation und die Korrektur könnte ja ohne weiteres noch ein Stück weit tiefer laufen, ohne dieses größere Bild hier entsprechend kaputt zu machen. Und wenn man das mal noch ein bisschen näher zusammenzoomt, dann sieht man, was ich meine. Hier seit 15 laufen wir wieder nach oben. Ja? Anders als die Aktienmärkte, aber man läuft halt einfach hoch. Und wenn man sich das hier auch mal anschaut, es ist halt einfach so. Und deswegen, das sollte man so ein bisschen mit im Hinterkopf haben. Hier nochmal ein kleiner Ausflug in das Gold. So, dazu. Und ich sehe gerade auch, wir haben heute wieder Besuch aus Limassol. Good morning, Carla. Unsere Carla ist heute mal morgen wieder mit dabei. Das ist immer schön, wenn wir hier auch sehen, dass unsere Leute von Tickmill immer mal mit über die Schultern schauen und schauen, was wir hier so treiben. So, und zum Treiben machen wir jetzt weiter. Wir analysieren noch ein paar Dinge. US-Dollar, Kan-Dollar sind heute noch da. Und was haben wir noch? Euro, japanischer Yen und dann noch eine Zusatzfrage, die lese ich mir dann auch gleich mit durch. So, wir gehen jetzt mal in die Chartanalyse rein und wir starten mit dem Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. So, da haben wir das hier einfach mal im Tageschart. Frage hier, ist da ein möglicher Ausbruch nach unten? Also ob der Ausbruch da ist, die Frage kann ich mal schon sagen, nein, die Frage ist ganz klar mit einem Nein beantwortbar. Noch ist der Ausbruch nach unten nicht da, aber die Chance besteht weiterhin. Warum besteht die Chance weiterhin? Hier an dieser Stelle sind wir mal wieder schön verortet. Von der reinen charttechnischen Situation sind wir halt eine halbe Ewigkeit schon wieder in der Sidewards Range drinnen. Das heißt hier 1,4275 haben wir da liegen nach oben, den Deckel oben drauf. Hier sind wir ein paar Mal nicht drüber gekommen. Unten haben wir den Support liegen bei 1,3856. Und die interessante Sache, die wir jetzt hier haben, ist, dass wir hier im kleinen untergeordneten Bereich schon sehen, wir haben jetzt fallende Hochkurse. Das heißt, der Markt bekommt immer früher den Druck von oben nach unten. Und wir stehen jetzt hier natürlich wieder mit einer Dynamik nach unten und sollten wir tatsächlich hier unten drunter durchfallen, unter die 1,3856, also unter diesen Supportbereich, dann, und das zeichne ich jetzt mal ganz kurz ein, worauf es mir hier ankommt, schaut mal an dieser Stelle, Ich gehe jetzt mal die Feinheiten einfach raus. Ich gehe jetzt wirklich nur mal aufs grobe Bild ein. Ne? Trading muss nicht immer kompliziert sein. Man muss nicht immer hier jeden Hauch mit annehmen und sich denken, naja, was hat denn der Markt jetzt hier gemacht? Der ist nach unten gelaufen, der ist nach oben getrendet, der ist wieder nach unten gelaufen, wieder nach oben getrendet. Natürlich, das ist alles da, das sehe ich auch, nur manchmal macht es halt einfach keinen Sinn, in diese extremen Feinheiten reinzugehen, wenn man ein ganz anderes Bild beleuchten will, nämlich die grobe Richtung. Und die grobe Richtung, egal ob ich das jetzt hier oben mit reinnehme oder nicht, die zeigt uns mal ganz klar nach unten, ne? Und was wir hier sehen, ist halt einfach, dass wir hier momentan immer noch in der Korrektur drinstecken. Das Zwischenhoch hatten wir hier gehabt. Hier an dieser Stelle sind wir leicht unten drunter gelupft. Das heißt, wenn man das richtig technisch sauber machen möchte, ist man hier ins Tief gelaufen, also hat ganz leicht ein neues Tief gezogen. Jetzt hier oben reingelaufen in die korrektive Phase, also hier an dieser Stelle hinein. Und dann heißt das jetzt, wenn wir tatsächlich unten drunter durchlaufen, wäre das dann die Fortsetzung dieser Situation hier unten. Das lege ich mir auch heute wieder mit auf der Uhr, weil das immer sehr, sehr interessante Situationen sind. Und wenn sich das Ganze tatsächlich nach unten wegbricht, dann sind die nächsten Anlaufpunkte relativ nah. Hier haben wir eine Linie liegen bei 1,3545, da muss ich mal etwas enger zusammenzoomen, wo die herkommt, nämlich hier. Das war dieser große Wechselbereich, als wir über dieses Hoch hier drüber gelaufen sind, auch mit diesem Gap. Das war also der erste initiale Kaufbereich, als der Markt ja so nach oben geschossen ist. Und das ist schon ein dicker Support und dann sieht man mal, wie viel Luft da ist. Also wenn wir tatsächlich das Ganze jetzt hier fortsetzen, an dieser Stelle, also hier unten drunter durchlaufen und den Markt dann nach unten avisieren, dann wäre da mal der nächste Anlaufbereich bei 1,35, hier unten 1,35,450, was wir hier an dieser Stelle liegen haben, und das sollte man auf alle Fälle mit auf der Uhr haben. Dann schauen wir jetzt noch auf Euro, japanisches Yen, das Ganze hier auch erstmal mit Blick in den Tageschart, und da sehen wir hier aktuell eine Korrektur am Laufen. Heißt also an dieser Stelle, Abwärtstrend ist da, Gegenbewegung ist die Korrektur, und diese Korrektur ist sehr, sehr dynamisch. Das sehen wir hier an dieser Stelle. Auch hier, ich zeichne mal kurz das Bild noch fertig. Ich habe jetzt hier das automatische Trendtool gerade nicht an, deswegen mache ich das hier mal händisch durch. Also hier an dieser Stelle, hier haben wir schön die Korrektur am Laufen. Und wenn wir uns die Korrektur anschauen und mal schauen wollen, welches Potenzial innerhalb der Korrektur nach oben auch noch mit da ist, dann mache ich mir das wirklich zunutze. Ich gehe in die kleineren Zeiteinheiten rein, raffe mir das Bild mal an und schaue mir mal die letzte Bewegung nach unten an. Also das ist ja die Bewegung nach unten. Da sehen wir schön auch den Trendverlauf, wie er schön nach unten schwingt. Hier unten hatten wir das letzte Tief, hier das Zwischenhoch, und hier sehen wir, wie der Markt jetzt schön nach oben trendet und auch das Ganze mit Dynamik auch rausnimmt. Anlaufmarker, die wir hier drinnen liegen haben, hier oben haben wir sie liegen. Einmal das Zwischenhoch hier an diesem Bereich und dann hier drüben das nächste Zwischenhoch. Also wir haben schon noch durchaus Potenzial da. Wir dürfen an diesem Punkt nur eines nicht vergessen, wo ist denn ungefähr die Mitte der Bewegung? Und wenn wir uns das mal kurz ausziehen, wir sind jetzt in einer 50-prozentigen Korrektur. Das heißt, Potenzial nach oben hin ist natürlich immer vorhanden, ne? Wir können ja 100% der vorangegangenen Bewegung mit reinnehmen. Und wenn hier ordentlich Kaufdynamik reinkommt, wie schon gesagt, diese Swing Highs sind ohne weiteres mit raufgehbar. Hier an dieser Stelle, da kann ich gleich mal noch ein zweites Level nehmen. Hier dieser initiale Ausbruchsbereich, der wird auch oft gerne noch als Widerstand in diesem Bereich genommen. Und dann natürlich oben das Zwischenhoch hier um die knapp 1,178. Diese Marker sind da, und hier müssen wir jetzt nur beobachten, kriegen wir Stärke rein? Ja, dann kann man durchaus, wenn man möchte, die Korrektur noch weiter nach oben treiben, aber für diejenigen, die sich sagen, Moment mal, da warten wir einfach mal ab, wie sich die Korrektur jetzt weiterentwickelt und ob wir vielleicht ein Umkehrsignal bekommen, weil ich jetzt in eine weite Bewegung nicht mehr reinfassen will. Also auch hier kann sich jeder austoben, wie er will. Dann warten wir einfach auf ein Umkehrmuster. Und ein Umkehrmuster rein faktisch würde so ausschauen, dass wir irgendwo jetzt mal reinlaufen, dann unten drunter die Gegenbewegung anstimmen, den Trend rausnehmen. Und das ist das, wo ich immer drauf schaue. Ich lasse mir das Ganze gerne bestätigen. Ja, das heißt, wenn wir dann so einen starken Schub nach unten bekommen, gibt es hier eine Umkehrkerze auf Tagesbasis, und das, was wir dann hier sehen, ist der Trend im Rücken. Dann haben wir in der Stunde wieder schön im Optimalfall den Abwärtstrend da, und das ist das, was wir dann schön zur Unterseite auch mit rausnehmen können. Also interessant, was hier läuft. Wie schon gesagt, die Korrektur ist momentan sehr, sehr ordentlich im Gange, und wir sehen es hier mit hoher Dynamik, und das ist ja immer interessant, und das ist ein Zeichen von Stärke, und da würde es mich nicht wundern, wenn wir hier ordentlich nach oben auch reinlaufen würden. Aber wenn wir dann rumdrehen, dann ist wieder viel Potenzial zur Unterseite da. Jo, da haben wir die zwei Währungspaare durch, die hier gefragt wurden. Und jetzt gucke ich mir nochmal die Frage an. Das muss ich bloß mal ganz kurz lesen. Ja, genau. Ich lese das mal ganz kurz vor, beziehungsweise, ich lese es einfach mal ganz kurz vor. Und zwar, wie muss ich vom letzten Freitag die Arbeitslosenzahlen der USA verstehen? Meiner Meinung nach waren die Zahlen doch grottenschlecht, aber trotzdem steigt der S&P. So, und das, liebe Leute, ist das, was viele private Trader immer wieder komplett durcheinander bringt. Ja? Aber nicht nur die privaten Trader, auch, sage ich mal, Leute, die schon lange im Traden auch dabei sind und diese ganze Situation jetzt an dieser Stelle sehen, die fragen sich immer wieder genau das Gleiche. Der Markt ist so grottenschlecht, die Nachrichten, wobei die Arbeitslosenzahlen waren ja ein bisschen besser als erwartet. So, aber trotzdem übel. Ich glaube, über 20 Millionen stand da in den NFP drinnen. Gruselig, grottenschlecht. Der Markt müsste eigentlich viel, viel tiefer stehen. Wir haben eine brutale Rezession vor uns. Also die Wirtschaft wird auch nicht von heute auf morgen wieder in Schwung kommen. Und trotzdem steigt der Markt. Jetzt ist der Punkt, der hier dahinter steckt, das ist etwas, das beobachte ich persönlich schon seit dem Beginn der Finanzmarktkrise, beziehungsweise seit dem Lösungsansatz, den man in der Finanzmarktkrise gefahren hat. Ja? Und zwar hat man in der Finanzmarktkrise gelernt, dass Geld hilft, die Märkte zu stützen. Ja? Zinsen ist das eine, das war ein Mittel, was viele, viele Jahre vorher immer gut funktioniert hat. Da konnte man die Wirtschaft wirklich schön steuern über das reine Zinsgeschehen. Irgendwann war aber der Zinskatalog zu Ende. Wir haben ja sogar Negativzinsen, also brauchte man andere Maßnahmen. So, und das haben wir gesehen, dass immer dann, wenn die Notenbanken viel Geld in den Markt reingeben, dass das dazu genutzt wird, die Aktienmärkte auch zu steigern. Da kann man diskutieren, ob das gut ist oder schlecht ist. Der ein oder andere sagt natürlich, das fällt uns irgendwann auf die Füße. Das erzählen die schon seit 2009. Jetzt haben wir 2020 und trotzdem funktioniert es noch. Also ganz klar, das kann uns irgendwann auf die Füße fallen. Momentan ist es aber noch nicht so. Und das ist das, was wir als Trader, aktive Trader lernen müssen. Im Kopf bitte die Zahlen. Die fundamentalen Daten sind die eine Seite. Was der Markt daraus macht, ist die andere Seite. Und wenn Sie, und die Frage, die hier gestellt worden ist, zeigt mir das, nicht zu der Gattung der Fundamentaldatentrader gehören, dann bitte einfach machen, was der Markt macht. Ja? Und das, was der Markt macht, er kauft diese Nachrichten momentan eher auf, weil er jetzt antizipiert, schlechte Nachrichten von der Wirtschaft sind gute Nachrichten für den Markt, weil es fließt Geld in den Markt von den Notenbanken und das Geld fließt in die Aktienmärkte. Das Geld, was in die Aktienmärkte fließt, erhöht die Nachfrage nach Aktien und wenn die Nachfrage steigt, steigen die Preise. Bumm, das ist es. So einfach kann man das Ganze sehen. So einfach sehe ich es. Ich versuche das nicht kompliziert zu denken. Und solange wie der Markt das spielt, ja, solange wie der Markt das spielt, spiele ich das Spiel einfach mit. Und das ist das, was wir hier sehen. Und mir ist schon eines ganz klar bewusst, deswegen schauen wir jetzt nochmal ganz kurz auf den S&P 500 drauf. Mir ist eines extrem bewusst und zwar, wir stehen momentan ja in einem schönen Aufwärtstrend, aber ich bin ja nicht blind. Ich sehe als Händler ja auch, wo wir hinlaufen. Ja? Also wir haben durchaus Potenzial nach oben ohne weiteres noch hin. Nur wir haben hier aus dem großen Abwärtstrend, den wir hier liegen haben, wartet mal gucken, mal kriegen wir den eingeblendet, mal kurz gucken. Berechnet dann, naja gut, hier zeigt das nicht so an. Also schaut mal, hier, dieser Bereich, das zeichne ich einfach mal kurz mit dem Zeichentool hier an. Hier hat man die erste Bewegung im Wochenchart, dann hat man hier die Korrektur im Wochenchart und dann kam der starke Schub nach unten. Und dieses Level, was wir hier oben haben, das ist das Korrekturlevel in dem großen Abwärtstrend. Das heißt, bis dahin ist Luft, ja, ohne Probleme. Bis dahin ist der Aufwärtstrend auch da. Aber solange wie wir nicht über dieses Level laufen, über diese 3.100 und ein paar 31, ist das für mich eine klassische Bärenmarkt-Rallye. Punkt. Nur, die Bärenmarkt-Rallye ist halt ein Aufwärtstrend und der Aufwärtstrend, der läuft hier unten seit 2.200 Punkten in etwa, etwas drunter. Also bitte nicht die Goldwaage benutzen, aber da haben wir einen Aufwärtstrend und der ist da. Und jetzt ist halt wirklich die Frage, was passiert hier oben? Das ist rein technisch. Potenzial ist da, wir können drüber fliegen. Aber es kann genauso gut passieren, und jetzt aufgepasst, ich lösche mal kurz die Zeichnung, es kann hier an dieser Stelle genauso gut passieren, dass wir da oben abprallen und dann nach unten laufen. So, und was würde dann passieren? Kurzen Augenblick, ich muss den Zeichenmodus mal noch ausmachen, sonst kann ich hier nicht arbeiten. Was würde dann passieren? Dann würde genau das passieren, dass der Markt anfängt, die Fundamentaldaten zu spielen, die so schlecht sind. Das heißt, wenn wir tatsächlich jetzt oben abprallen, wartet mal, auch das nehme ich mal kurz noch raus hier, dann hätten wir ganz flott die Umkehr. Und da müssen wir uns als Händler dann ganz schnell hinstellen und sagen, okay, jetzt die Gegenrichtung einlaufen. Das heißt, wenn wir an dieser Stelle hier oben tatsächlich einen Abprall bekommen und runterlaufen, schaut mal, dann haben wir plötzlich einen Gegentrend. So, und dann haben wir die Situation hier in Support-Level, und wenn wir auch da drunter fallen, sieht die Welt komplett anders aus. Also, wir sind gerade in so einer Funktion, in so einer Situation, wo der Markt sehr bullisch ist, die Fundamentaldaten nicht so spielt, wie sie eigentlich sind, sondern eher die Hoffnung tradet. Ja? Trump hat ja vorige Woche auch wieder gesagt, wir überlegen, ob wir eine zweite Welle an Geschenken für die Leute rausgeben, das heißt Barschecks verschenken. Diese Dinge, wenn die kommen, das ist natürlich immer die Hoffnung, dass die Leute Geld haben, dass keine Finanzkrise kommt und. Und das treibt die Kurse dann nach oben. Technisch müssen wir schauen, was läuft, und das machen wir ja morgens immer so. Also es ist momentan nicht leicht, hier das Ganze in die richtige Richtung einzuordnen, aber ich sage mir immer, spielt das, was der Markt spielt, und da seid ihr auf der sicheren Seite. Ne? Das heißt, wenn die Fundamentaldaten toll aussehen würden und die Märkte würden fallen, ja, dann sollte man halt auch wirklich die fallenden Märkte traden und nicht auf Hoffnung die steigenden Märkte. Ja? Also das Ganze hier an dieser Stelle einfach mal, ja, ein paar Worte auch dazu. Gut, Fragen sind momentan keine weiteren da. Das heißt an dieser Stelle wieder danke für die Zeit, danke für das Lob heute Morgen, und ich sage tschüss, bis morgen, allen gute Trades. 8:30 Uhr geht es weiter mit den nächsten Handelsideen an dieser Stelle. Blog-Eintrag gibt es vorher. Bleibt gesund und tradet erfolgreich. Bis morgen dann. Tschüss.